Was könnte eine Krone noch sein, wenn nicht irgendwas auf dem Kopf, was so aussieht wie eine Krone? Vielleicht irgendwelche edlen Tiere. Sowas wie ein Greif zum Beispiel. Warte mal. G-R-E-I-F. Greif. Ich probiere mal Greif aus. Nö. Aber anscheinend haben wir mehr Möglichkeiten. Eine Krone, kein Geweih. Man kann drauf reiten. Aber es tut keiner. Sicher? Irgendein Goblin oder Gnom oder was auch immer, das bestimmt schon mal ausprobiert. Haben Elfen? Das sind ja wieder Humanoide. Ich denke echt, er wird irgendein Tier meinen. Oder vielleicht ist Reiten irgendwie anders gemeint? Also, nicht so anders. Dennoch tragen sie keine Krone. Vor allem sie haben kein Geweih, aber dennoch tragen sie eine Krone. Können wir später wiederkommen? Ich drücke mal rechte Maustaste. Nein. Na gut, ich weiß es nicht. Müssen unsere Helden mit klarkommen. Sagen wir es einfach mal. Achso, 5. König. Elche, Esel. Ach, Mist. Wir hatten echt hier eine Elfe, die auf dem Elch geritten ist. Aber ich dachte, Elche haben Geweih. Zeit zur Verabschiedung, meint der Kobold und beginnt kreisende Bewegungen mit seinen Armen. Ihr werdet müde und euch fallen die Augen zu. Als ihr erwacht und die Augen öffnet, stellt ihr fest, dass ihr nicht mehr im Wohnraum des Kobolds seid. Schade. Also ja, es wurde sogar schon mal erwähnt, dass ich unbedingt daran denken soll, dass uns eine Elfe auf einem Elch entgegengeritten ist. Aber gut. Elch, E-L-C-H, es wären 4 Buchstaben gewesen. Na gut, hilft nichts. Da will ich auch nicht neu laden. Das heißt, die ganze Ecke hier war nur dafür da, zu dem ollen Kobold zu kommen. Ja, auch komisch. Oh, noch mehr Abschussbolzen. Ha. Das da ist der Koboldraum. Moment mal. Wir versuchen mal zu schummeln, in Anführungszeichen. Talana. Bewegung. Transversales. Dahin. Transversalis Teleport. Okay. Oh. Das war der falsche Raum. Nee, war es nicht. ihr findet Silberschlüssel reich verziert. Zack. Unsere Edelsteine sind nicht mehr da. Damit kann ich leben. Was haben wir hier? Der Schrank ist nur 1,5 Schritt hoch. Die Türen sind nicht verschlossen. Der Schrank hat mehrere Fächer, die mit Kleidung vollgestopft sind. An einer Stange hängt eine Ledergarnitur, außerdem mehrere Roben und Umhänge in verschiedensten Farben. Mit den Kleidungsstücken könnt ihr nichts anfangen, denn sie sind euch mehrere Nummern zu klein. Ja, gehören dem Kobold. Was haben wir hier? Es passiert nichts, als ihr die Platte betretet. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Okay. Kommen wir denn wieder raus, wenn wir schon nicht... Oh, wir werden uns wieder raus teleportieren müssen. Oh, irgendwo ist irgendwas passiert. Warum? Klick, 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 klick. Warum kam eben gerade ein Text? Ich hab doch... Also da ist kurz ein Text aufgetaucht. Können wir jetzt hier auf die Platte treten? Nö. Ha. Hier in der Ecke ist auch nichts.
ich klicke nochmal wild auf den Knöpfen hier rum und wenn da nichts passiert, dann müssen wir uns wieder rausteleportieren. Nö. Zwischen dem Block und der Wand verbleibt nur eine dünne Fuge. Der Block ist im Boden versenkt, sodass dort keine Fuge gibt. Hier kommt er bestimmt nicht wieder durch. Ja, na gut. Talana? Bewegung Transversalis. Und wir würden gerne nicht den ganzen Weg hier nochmal gehen müssen, sondern vor die Tür da. Transversalis Piu Piu. Teleport. So. Nimm das, du doofer Kobold. Auch wenn in der Truhe doch noch mehr war, irgendwelche Marmormünzen und dergleichen, die hätten wir wahrscheinlich bekommen, hätten wir die Frage richtig beantwortet. So, hier ist ein Schalter. Dem komme ich jetzt nicht zu nah, sondern drücke einfach nur einmal drauf. Kaum habt ihr den Hebel umgelegt, geht plötzlich der Boden unter euch nach. Au. Plötzlich seht ihr fünf kleine Gestalten in zerschlissener Lederrüstung gegenüber und die euch ohne Vorwarnung angreifen. Zwerge? Böse Zwerge? Oh, sehr eng. Und ja, es sind Zwerge. Stell dich mal dahin. Au, den da. So, Murm hat drei Bewegungspunkte. Das ist doch ärgerlich. Kann sie nicht zaubern. Waffe wechseln. Bloße Hand. Nö. Du geh mal dahin. Kannst du. Von hier aus wird sie aber auch nicht schießen können. Nö, sicher. Du zaubern. Wo stehst du? Du stehst neben Talana. Okay, Kampf, Fulmen, auf den ab. Und es sind untote Zwerge. Oh, gar nicht gut. Du hau den ab. Sonst könnten wir dir irgendwie verscheuchen mit einem bösen Blick, aber so wird das nichts. Du hast kaum noch Astralenergie. Die brauchen wir eventuell, um hier wieder rauszukommen. Also sicherst du auch mal. Das heißt, wir können eigentlich nur draufhauen. Oh nee, gar nicht. Gwendolyn kann gleich einen Schritt nach links machen. Also von sich aus rechts. Und er kann unsere Söldnerin wenigstens zuhauen. Das klingt schon mal gut. Und sobald wir das gemacht haben, können wir auch Computerkampf anmachen. Also nachdem sie zugehauen hat. So, Computerkampf. Ganze Gruppe. Keine Magie. Ich hoffe einfach mal, dass die Zwerge nicht allzu doll zuhauen. Und sie scheinen nicht viel auszuhalten. Das ist noch viel besser. Keiner von uns hat bisher großartig Schaden genommen, wenn ich das so richtig sehe. Doch Yallen. Und das geht noch. Ich will dann auch ein wenig, aber schon zwei von denen tot. Drei von denen tot. Vier von denen tot. Sehr gut. Und ganz viele Kriegsbeile. Alles geht. So. Erstmal Kriegsbeile verstauen. So, du hast fünf Bewegungspunkte. Du hast fünf, du hast drei. Proviant weg. Haben wir noch genug, also kann das alles weg. Und schon ist sie bei 5, sehr gut. Mürren, heil mal Yallen. Wunden heilen, Yallen. Nö. Na gut, dann muss Yallen halt so ein bisschen was essen. 1, 2, 3, sehr gut. Und dann schauen wir uns hier mal um. Hier haben wir schon mal einen Ausgang mit einer Schräge. Und sonst nichts. Ah, okay. Terry klettert die Rampe hoch, verliert auf halber Höhe aber das Gleichgewicht und landet unsanft wieder in der Grube. Dann sacken wir doch mal ein. Und schaffen es diesmal. Na gut. Sehr viele Abzweigungen. Und wir sind definitiv auf einer Etage, wo es auch Gegner gibt. Klick. Nö. Und sie ist wieder stinkig. Klick. Nö. Okay, letzter Versuch. Klick. Nö. Okay, Talana. Mach doch bitte mal... Bewegung. Foramen. Porta et Januar. Aperite vos!
Hier ist nichts, das ich öffnen könnte. Foramen sprechen? Talana. Nö, will er nicht. Na gut. Das merken wir uns. Rechts rum. Wieder rechts rum. Oh, definitiv sehr viele Gänge. Oh, unser altbewährter Schacht. Sehr schön. Wollen wir dann jetzt nach oben zurück? Moment mal, die Etage kennen wir doch. Wie jetzt? Ich hätte schwören können, wir wären in den Raum reingekommen, wären dann runtergefallen. Sind jetzt nicht irgendwo hochgegangen und trotzdem wieder hier rausgekommen? Ich bin verwirrt. Ich gehe mal ganz kurz dahin zurück. Also nicht da lang, sondern hier rum. Hier rum. Links rum und gleich hier. Hier ist der Raum, wo wir runtergefallen sind, richtig. Ah, okay. Der ganze Raum ist einfach nur eine Etage abgesackt. Wir sind nicht wirklich in eine andere Kartenebene gekommen. Das macht dann sogar einigermaßen Sinn alles. Na gut, wir haben jetzt einen neuen Schlüssel. Das heißt, wir könnten mit dem Schlüssel versuchen, rauszukommen. Aber noch geht's Mürrum ja einigermaßen gut, also schauen wir uns noch ein bisschen um. Eine Etage tiefer. Oh, das sieht doch nach einer Binge aus. Erz? Wollte die Erzrutsche genau untersuchen? Ja. Ich wende den Finger ein wenig ratlos an der Konstruktion herum. Dann grinst sie plötzlich und klettert das Gerüst hoch. Ein fröhlicher Jauzer untermalt die Rutschpartie, die mit einem dumpfen Plumpsgeräusch endet. Aus dem Nebenraum könnt ihr noch quellendes Lachen hören. So war das nicht geplant. Gwendolyn ist jetzt auf der anderen Seite. Allein. Wir könnten Erzklumpen neben der Haufen durchsuchen. Nee, wir wollten eigentlich zusammenbleiben. Also müssen jetzt alle darüber. Was soll's. Jo. Und du auch noch. Oh. Georgon will nicht. Das ist jetzt nicht so toll. Na gut. Talana, vereinigen mit allen. Und Quillen nach vorne schicken. Warum kann Georgon jetzt nicht rüber? Oh, komisch. Der ist jetzt irgendwo da hinten. Na gut, speichern wir erstmal ganz kurz ab. Neu, ja. LP 074 müsste es sein. Und wir sehen uns gleich wieder.